Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 12.06.2024. Und unser Hamster fühlt sich pudelwohl hier auf seiner Wiese. Der läuft ja weiter im Kreis und hat den dritten Handelstag in Folge, glaube ich, das gleiche Bewegungsbild abgeliefert wie die letzten Tage. Ja, zum Freitag schon nach unten geworfen am Vormittag, dann wieder ein bisschen stabilisiert. Zum Montag das gleiche. Und jetzt auch zum Dienstag dasselbe nochmal. Und jedes Mal immer wieder runtergetreten und zurückgegangen. Wir hatten uns gestern darüber unterhalten, dass wir diesen Hammer im Tageschart haben, dass das eine schöne Chance wäre, wenn er eben über 45 dann eben da rausgeht. Und er hat aber wirklich gerade nur so dieses Gap zugemacht bei 46 und sich dann schon wieder nach unten geworfen. Und wir hatten als negativ oder als Einstiegsbedingung fürs negative Szenario gesagt, wenn der 9 Uhr da schon sich runterstürzt zur 500 oder drunter geht, wäre das als Warnsignal zu werten, weil ich den über der 500 stehen haben sehen wollte. Also ich wollte, dass er das verteidigt, die 500 nach oben und abwärts. Und er hat sich hier dann direkt unter die 500, unter die 480 drunter geworfen, damit den Aufwärtstrend von hier wieder gebrochen und das gleiche dann gemacht wie die letzten Tage. Und jetzt haben wir wieder so einen Schluss. Jetzt haben wir schon wieder so einen Schluss. Und die können es uns im Grunde einfach machen und das gleiche eben jetzt wieder auferlegen, weil solange das Pattern jetzt hier drin steht und nicht unterbrochen wird, kann er das, wenn lustig wird, kann er 10 Mal machen. Das würde mir nicht gelingen. Aber wir sollten trotzdem erstmal jetzt auch wieder nur so rangehen, wie jetzt die letzten Male. Das heißt, aus der Konstellation, wie er hier ist, hätte er natürlich relativ einfach die Chance, auch zum Start nach unten zu segeln. Ja, weil von der Dynamik, wie er gefallen ist, hin zu der Erholung, ist die Erholung viel zu träge gewesen. Also, ja, er ist wieder an die 400 rangegangen. Das war sogar unser, also wir haben es im Premium-Dienst sogar geschrieben, ja, dass er bestimmt bloß wieder drei, weil das gleiche, ich habe halt das gleiche wieder unterstellt, wie das letzte Mal, da hat es ja auch geklappt, und habe halt geschrieben, dass er bestimmt zwischen 335 und 300 sein Tief hier reinstellt und dann wieder an die 400 zurücksteigt. Und genau das hat er getan, aber er hat das eben wieder übelst lange hinausgezögert und das lässt ihm jetzt hier wieder ein Fenster nach unten abzukippeln. Ich bin mir nicht so richtig sicher, wo ich jetzt oben die Barriere hinpacke, weil eigentlich ist es die 400. Jetzt habe ich aber gesehen, dass das hier mit der 540 schon den einen oder anderen ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt hat, weil es zu knapp abgesteckt war. Das wird natürlich mit einer 400, die jetzt hier noch enger steht, noch schwieriger. Aber ich möchte ungern eigentlich jetzt eine Barriere auf 450 definieren, dass man erst darüber long gehen muss, oder kann oder darf, weil eigentlich würde ich mich schon gerne an der 400 orientieren. Mit dem kleinen Hinweis, dass man aber ein bisschen aufpassen muss halt, ne? Dass man ein bisschen feinfühliger da unterwegs sein sollte. Weil grundsätzlich hat er schon die Chance, wenn er sich weiter hochdrückt, in die 450 reinzugehen und dann auch wieder die 500 anzulaufen. Und ich würde ihm sogar zutrauen, weil das jetzt schon das dritte Tief ist, hier, zack, 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 würde ich ihm sogar zutrauen, dass er sich erstmal wieder ein bisschen höher hebt, hier so in die 600, 640 vielleicht und von dort dann erstmal wieder größeren Rücksetzer macht. Also Erwartungshaltung wäre, wenn er über der 400 bleibt, dass wir in die 450 reingehen, in die 500 und sogar auch wirklich bis in Ende 5, also hier in die 600 vordringen könnten, auch schon sogar schon zum Mittwoch. Könnte der hier eine richtig grüne Kerze hinstellen, würden alle denken, okay, jetzt rennt er aber oben raus und dann kippt er wieder um. dann hätte er eigentlich das geschafft, was er die ganzen Tage macht, nämlich immer wieder Tisch, dein Deck, wechsel dich. Ja, also immer wieder quasi einmal umgedreht, Signal gesetzt, umgedreht, wieder zurück, dort wieder, da, bumm, kurz vorher gedreht, bisschen drüber gestochen. Das haben wir ja nun die ganzen Tage, die ganzen Wochen. Und solange wir erstmal nichts anderes sehen, unterstellen wir das erstmal. Solltet ihr aber unter 400 bleiben und hier wieder nach unten drücken oder auch wieder so diesen schwachen klassischen Start, wie wir die ganzen letzten Tage gesehen haben, dann plant weitere Tiefs ein. Ja, die nächste Station ist dann 250 und wir haben jetzt hier auch eine Deckung mit der fallenden Trennlinie auf der 200. Die 200 ist das 76er Retracement, glaube ich, von der gesamten Aufwärtsbewegung hier. Ist also auch ein interessanter Bereich, wo man nochmal drauf setzen könnte. Man sollte vielleicht auch die Tiefs mal miteinander verbinden, aber ich denke, da kommt man auf Ähnliches. Wir können es ja mal machen. Hier setzen wir mal. Ich bin jetzt gar nicht so der Freund davon, das Tief zu nehmen. Eigentlich müsste man mit dem arbeiten. Das ist nun aber so, das machen die meisten nicht. Die meisten werden es hier ziehen, deswegen ist die Linie wichtiger sein. Aber eigentlich macht man es nicht. Also
Aber auch hier kriegt man eine fast, also das, hier kommt schon relativ viel aufeinander, ja, kann man so sagen. Eigentlich wäre es aber richtiger, das so zu machen. Ja, also von hier war das hoch, hier das Korrekturmuster begonnen, hier ist der Beginn des Korrekturmusters, hier ist das Tief des Korrekturmusters, zweite Tief wäre hier. Und da sind wir aber schon bei ja, fast 18,15, was dann SKS-Ziel wäre, auch wenn ich sie jetzt abhaken würde. Na, das zählt für mich nicht als SKS. Für mich ist das, was wir, das jetzt genau das geworden, was wir gestern gesagt haben, dieses direkte Durchstürzen, das ist für mich eine Bewegung von hier oben und nicht als rechte Schulter der SKS-Formation, das würde ich so nicht werten. Das ist für mich eine Bewegung von hier oben. Ja, ich würde sie damit in Verbindung bringen, würde nicht jetzt hier unterstellen, dass das jetzt die rechte Schulter von der SKS dafür ist. Es ist zu unauffällig synchron zu dem und passt sich viel mehr in das Bewegungsverhalten dieser Abwärtsbewegung rein. Und ja, also, fassen wir nochmal zusammen, drückt sich unser DAX oben auf 400 nach oben, 450, 500 bis 530. Das ist drin. Gelingt es ihm, über einer 450 rauszukommen? Hat er das Zeug bis 18.600 zu laufen? Das, ja, das passt hier rein, weil wir drei Tiefs haben. Wir haben einen möglichen Abschluss. Das sieht man sehr häufig im DAX, ne? Diese Folge, zack, 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 zack. Auch von hier betrachtet, ja, auch hier, zack, 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 drei Tiefs. Das kann stimmen. Einzige, was halt wirklich nicht passt, wie jeden haben wir die letzten 3 Tage gehabt. Dieses träge Hochziehen am Abend und die letzten Male hat danach immer am Morgen Schwäche, zur Schwäche tendiert. Und wenn die jetzt reinkommt, haben wir 250 und hier knapp unter der 200 sehr, sehr gute Unterstützung und der nächste kommt dann erst im Bereich um 18.115 rum. Ja, aber die 18.190, 18.200, auch die 18.250, das sind super schöne Unterstützungen, das sind super schöne Marken, die auch so ein Korrekturmuster abschließen können. Ja, und können dann von dort wieder deutlich nach oben drehen, sich zurückkommen. Den Schluss außerhalb des Tagesbandes haben wir erstmal verhindert bekommen. Da hat man ja auch schon drüber gesprochen, dass das nochmal ein wichtiges Signal wäre, um das hier ein bisschen in der Flacke zu lassen oder eben auch nicht. Da hält er sich momentan auch dran, das hat er ja auch gemacht, ja. Wir hatten ja gestern auch schon über diese Ähnlichkeit dieser beiden Bewegungen gesprochen. Und von daher, auch wenn er den Hammer nicht angenommen hat, ein bisschen schade, ist ein schöner Hammer gewesen, hätte man auch mal was draus machen können. Ist ja noch immer beides auf beiden Seiten offen. Dazu ist er zu wechselseitig zu. Er bedient ja auch einfach beide Seiten. Ja, es ist, man tut sich ja nicht mal irgendwie was verreden, wenn man es nicht macht. Ja, wenn man ihn nicht auf beiden Seiten betrachtet, weil er läuft ja, er zieht ja auch wieder zurück, ja, immer wieder dieses deutsche Zurückziehen. Und wie gesagt, ich könnte mir deswegen gut vorstellen, dass wenn er da die 450 und sowas überwunden kriegt, auch locker nochmal die 6, das würde perfekt passen. Da werden die Leute alle wissen, die wären völlig durcheinander. Ja, und das würde gut reinpassen in das Bewegungsbild, was wir hier die ganze Zeit haben. Ja, ich mache hier erstmal zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.